So kann's gehen. Letzte Woche Freitag haben wir noch darüber spekuliert und jetzt, nur 4 Tage später, hat sich gerade ein Teil unserer Vermutungen bestätigt. Ubisoft hat soeben das neue Ghost Recon Spiel Ghost Recon Frontline angekündigt. Und nicht nur das. Die geschlossene Testphase startet sogar bereits nächste Woche Donnerstag am 14. Oktober um 16 Uhr und läuft bis übernächste Woche Donnerstag, den 21. Oktober um 16 Uhr. Der Preload startet für alle Auserwählten bereits nächste Woche Dienstag um 20 Uhr. Aber eins nach dem anderen. Beginnen wir erstmal damit, was Ghost Recon Frontline überhaupt ist. Ghost Recon Frontline wird von Ubisoft Bukarest entwickelt und ist ein Free-to-Play Tactical Action Massive PvP FPS. Also, ich versuch's mal irgendwie zu übersetzen. Es ist ein Free-to-Play PvP-Shooter, der taktische Action mit einer massiven Spieleranzahl bietet. Und ja, es ist First Person und nicht Third Person. Und ja, ich weiß auch, das ist vermutlich nicht das, was du von einem Ghost Recon Spiel erwartest. Auch, dass es Free-to-Play ist und so weiter. Aber keine Sorge, ich habe schon ziemlich viel wildes Zeug seit dem Reveal gelesen. Ghost Recon ist damit nicht tot. Ghost Recon Frontline ist kein Hauptspiel, sondern nur ein Free-to-Play-Spin-Off. Also keine Sorge, es wird auch von Ubisoft Bukarest entwickelt und nicht von Ubisoft Paris, wie zuletzt Breakpoint. Also wirklich, mach dir keine Sorgen, es ist Free-to-Play. Schau einfach mal rein, wenn es dir gefällt, dann spielst es und wenn nicht, lässt es halt sein. Das ist wirklich, es ist nur ein Spin-Off. Es hat ja auch nichts wirklich was mit der Story zu tun. Ja, also wie gesagt, da brauchst du dir eigentlich keine Sorgen zu machen. Ich weiß, es ist nicht das, was die Ghost Recon Community erwartet hat, aber hey, es ist nun mal wie es ist. Dafür wird's bei Release Crossplay haben. Das ist doch auch schon mal was. Aber zurück zum Spiel an sich. Das Spiel hat ein Klassensystem, wobei jede Klasse spezielle Fähigkeiten hat. Außerdem bietet es natürlich wieder jede Menge militärisch-taktische Werkzeuge und eine frische Vision der Battle Royale-Regeln. Das Spiel bietet 2 Spielmodi. Zum einen den Spielmodus Expedition mit mehr als 100 Spielern. Und zum anderen den Spielmodus Kontrolle, in dem jeweils 2 Teams aus je 9 Spielern gegeneinander antreten. Bei diesem anfangs erwähnten geschlossenen Test haben wir Zugriff auf 3 Klassen. Und zwar Assault, Support und Scout. Wobei die Assault-Klasse mehr für die Nahkämpfe gedacht ist, die Support-Klasse zum Verschanzen und die Scout-Klasse zum Aufklären und Snipen. Außerdem können wir auch während einer Runde die Klasse wechseln. Wenn wir uns zurückerinnern an den wirklich guten PvP-Modus von Ghost Recon Wildlands damals, da konnten wir ja immer nur vor jeder Runde die Klasse wechseln. Hier bei Ghost Recon Frontline können wir das scheinbar irgendwie während der Runde. Finde ich interessant, muss man dann mal schauen, wie es dann spielerisch dann tatsächlich dann aussieht, ob man das überhaupt braucht. Aber finde ich gut, dass man einfach so während der Runde auf, sich ändernde Umstände reagieren kann. Wie bei Free-to-Play-Spielen üblich, gibt es natürlich auch bei Frontline einen Battle Pass. Während des geschlossenen Tests können wir allerdings kostenlos alle Stufen des Battle Pass freischalten. Um die Teilnahme an diesem geschlossenen Test noch weiter zu versüßen, gibt es außerdem noch 3 exklusive Belohnungen, die wir dann auch später beim Launch des Spiels behalten dürfen. Und zwar sind das eine Waffentarnung, ein Fahrzeugskin und ein Waffenanhänger. Und jetzt muss ich noch ein kleines Geheimnis lüften. Ich war Teil einer ausgewählten Gruppe, die das Spiel bereits vorab spielen und testen durfte. Wir haben auch mit unserem Feedback nicht unwesentlich an der Entwicklung des Spiels mitgewirkt, durften aber natürlich aufgrund einer Verschwiegenheitsvereinbarung leider nichts dazu sagen. Also es tut mir leid, dass ich bisher so unwissend getan habe. Es war vertraglich bedingt. Ich darf dir nichts Genaues über die Inhalte des Spiels sagen, was nicht schon publiziert wurde. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass mir das Spiel wirklich einen Haufen Spaß gemacht hat. Und es war auch wirklich spannend, mal zu sehen, wie sich so ein Spiel von den früheren Iterationen immer weiter verbessert. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte.
Alle weiteren Infos zum Spiel findest du übrigens unter www.ghostreconfrontline.com. Morgen nehme ich den Trailer übrigens mal so richtig auseinander und sag dir alles, was ich sagen darf zu diesem Spiel. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.